getroffen hat. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass Provokationen, die hier im Saal heute stattfinden, die Gefahr in sich bergen, dass Sie die Gelegenheit nicht mehr haben, dieser Sitzung weiter zu folgen. Wir fahren in der Zeugenvernehmung fort. Ich stelle den Antrag auf Unterbrechung der Hauptverhandlung für 10 Tage. Durch den Tod Ulrike Meinhofs ist in diesem Prozess eine völlig neue Situation entstanden. Ich meine, das ist keine juristische Frage, es ist eine Frage schlichten Anstandes, eine Verhandlungspause einzulegen. Herr Raspe, bitte. Ich habe nicht viel zu sagen. Wir glauben, dass Ulrike hingerichtet worden ist. Wir wissen nicht wie, aber wir wissen von wem und können das Kalkül der Methode bestimmen. Es war eine kalt konzipierte Hinrichtung. Herr Raspe, das Gericht nimmt derart diffamierende Bemerkungen auf keinen Fall hin. Hätte sich Ulrike entschlossen zu sterben, weil sie das als letzte Möglichkeit sah, sich revolutionäre Identität gegen die langsame Zerstörung des Willens in der Agonie der Isolation zu behaupten, hätte sie es uns gesagt. Auf jeden Fall, Andreas, so war diese Beziehung. Jetzt eine Gedenkrede zu halten, ist hier nicht der Platz. Sie haben nur die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen. Ich habe gesagt, dass ich nicht viel zu sagen habe. Die Frage ist nur, was Sie damit bezwecken. Ich wäre längst fertig, wenn Sie mich ausreden lassen. Sie haben also keine Absicht, einen Antrag zu stellen. Dann kann ich Ihnen das Wort nicht weiter belassen. Moment. Ich schließe mich dem Aussetzungsantrag der Verteidiger an. Ja, das hätte schon schnell und rasch gesagt werden können. Sie dürfen fortfahren. Sie sind ein Sadist. Sie unterbrechen Herr Raspe doch nur, damit er den Faden verliert. Ich verbitte mir derartige Behauptungen. Es war eine Beziehung, wie sie sich zwischen Geschwistern entwickeln kann. Orientiert am politischen Ziel. Als Funktion dieser Politik. Und sie war frei. Weil Freiheit nur möglich ist im Kampf um Befreiung. Jetzt Entfremdung, Spannung zwischen Ulrike und Andreas, zwischen Ulrike und uns zu behaupten, um mit dieser primitiven und dunklen Infamie das Projekt der Hinrichtung Ulrikes, der psychologischen Kriegsführung verfügbar zu machen, das ist eure Dummheit. Ich entziehe Ihnen das Wort. Naja, Ihr Sadismus, Ihre Maßnahmen, Sie sind ein Killer. Sie sind... Und das haben Sie ja eben demonstriert. Ein Richter, in dessen Zuständigkeit 2 von 5 Gefangenen umgebracht worden sind. Erste und letzte Verwarnung. Wenn jetzt einer von uns gegen diese Maschine hier anspricht, für die Sie hier sitzen und als die Sie in Ihrem Sadismus agieren, unterbrechen Sie ihn und entziehen ihm das Wort. Sie haben kein Beanstandungsrecht einer Maßnahme, die Herrn Raspe getroffen hat. In der Öffentlichkeit ist der Name Ulrike Meinhof jenseits aller Diffamierungen mit einem hohen moralischen Anspruch verbunden. Es ist deshalb wirklich nachdenkenswert, dass der Tod Ulrike Meinhofs zu einem Zeitpunkt erfolgt ist, als die Verteidigung versucht hat, politische Inhalte in das Verfahren einzuführen. Ja, bitte. Es fällt mir ziemlich schwer, hier überhaupt noch was zu sagen. Ich bin der Ansicht, dass man zu Ihnen, von Ihnen und über Sie nicht mehr reden sollte. Man muss handeln, um tatsächlich den Antagonismus Staat, Maschine, Mensch, wie er sich ja tatsächlich ausdrückt. Zur Erklärung haben Sie das Wort nicht. Sie wollen verhindern, dass ich hier spreche? Wenn es kein Antrag ist, kann ich Ihnen das Wort nicht belassen. Das ist nicht mehr die Ebene, vor diesem Gericht, vor diesem Rattenhaufen hier noch Anträge zu stellen. Ihnen ist das Wort entzogen wegen Beleidigung des Gerichts, das Sie als Rattenhaufen bezeichnet haben. Herr Rechtsanwalt? Ein Mensch in größter Unfreiheit macht von der rätselhaftesten, tiefsten menschlichen Freiheit Gebrauch, sich das Leben zu nehmen. Das sollte Anlass sein, in diesem Rechtsverfahren Terminpläne zurückzustellen, Zeugen heimzuschicken, um diesen Sachverhalt aufzuarbeiten. So etwas wie die Pietät im Strafprozess sollte es unmöglich machen, dass verhandelt wird, solange bis die sterblichen Überreste dieses Menschen ihre Ruhe gefunden haben. Weder aus rechtlichen noch aus sonstigen Gründen könnte dem Antrag stattgegeben werden. Die Strafprozessordnung bietet keine Handhabe, beim Tod eines Mitbeschuldigten die Hauptverhandlung zu unterbrechen. Wenn allerdings die Beisetzung auf einen Prozesstag fallen sollte, hätte die Bundesanwaltschaft nichts dagegen, wenn das Gericht erst am Nachmittag mit der Verhandlung beginnen würde. Den Anträgen auf Unterbrechung der Hauptverhandlung wird nicht stattgegeben. Die Verteidigung wird an der Verhandlung erst nach der Beerdigung Ulrike Meinhofs wieder teilnehmen. Herr Raspe? Ich will nur das noch sagen. Das Spezifische Ihrer Geste und Ihrer Funktion ist keine andere Möglichkeit, sich zu Ihnen in Beziehung zu setzen, als in einer Ecke mit dem Gewehr wartend. Thank you.
Sie ist in dem Sinne kein Terrorist. Sie hat nicht diese seelische und persönliche Konstitution, um echter, waschechter Terrorist zu sein. Sie ist nämlich sehr oft oder in bestimmter Hinsicht eben ein Werkzeug. Es wurde ihr Name gebraucht, um bei bestimmten Personen Unterstützung zu finden oder so. Aber es ist falsch, wenn ich Ulrike Meinhof jetzt als totales Opfer hinstellen würde. Können Sie mir sagen, wie das eigentlich in Frankfurt genau gelaufen ist? Es war so, dass Ulrike Meinhof nach Frankfurt gekommen ist und dort diese Idee vortrug, also von dem Anschlag auf das Hamburger Springer-Hochhaus, und fragte, ob sie das durchführen kann. Sie durfte das eben und dann war es ihre Sache, wie das Ganze geplant und organisiert wurde. Man hat ihr dann diese Rohrbomben gegeben. Hinterher hat es dann Kritik vom Rest der Gruppe gegeben. Wogegen richtete sich die Kritik? Ja, soweit ich das mitkriegte, nur dagegen, dass Arbeiter dabei verletzt worden waren. Musste man bei so einer Aktion nicht von vornherein damit rechnen? Ja, der Anschlag bezweckte natürlich auch, Menschen zu treffen. Aber Bader war eben dagegen, dass es sich ausgerechnet um Setzer und Drucker handelte. Ja, aber gegen wen waren Sie denn sonst gedacht? Ich meine, man schmeißt doch nicht Bomben. Du bist ja ganz schön auf dem BKA-Strich. Alte Sau. Herr Zeuge, gab es hier eine Rangordnung oder sonst irgend so etwas, was man im Tierreich als die natürliche Hackordnung bezeichnet? Ja, das gab es. Also für mich ist Bader der führende Kopf. Dann gab es diese Kernmitglieder, also Ulrike Meinhof, Mainz, Raspe, Enslin. Dann gab es normale Mitglieder und dann gab es eben noch Randmitglieder. Im Prinzip war das Ganze ja so, dass jeder in dieser Hierarchie aufsteigen sollte. Hat man sich in der Gruppe irgendwelche Überlegungen gemacht, wie man sich für den Fall drohender Festnahmen verhalten sollte? Ja, bei Festnahmen gab es die Anweisung zu schießen. Das Tragen von Waffen wurde idealisiert. Es galt als einem Guerillero entsprechend. Wenn zum Beispiel irgendwo ein Schusswechsel stattgefunden hatte, wurde derjenige, der geschossen hatte, gerühmt oder gelobt. Wenn jemand verletzt oder getötet worden war, dann wurde der als Märtyrer hingestellt. Das führte dazu, dass einzelne Gruppenmitglieder des Öfteren vor dem Spiegel das Ziehen der Waffe geübt haben. Herr Zeuge, wo waren Sie im Oktober 1971? In Kiel und in Hamburg. Kennen Sie in Hamburg die Straßen Hegpark und den Seseler Damm? Den Sasler Damm meinst du? Richtig. Ja, den kenne ich. Dann kennen Sie sicher auch den großen Parkplatz hinter dem Einkaufszentrum. Herr Vorsitzender, ich meine, das geht ein ganzes Stück zu weit. Herr Zeuge, nach § 55 müssen Sie sich nicht selbst belasten. Ja. Also, Sie kennen den? Ja, sag ich doch. Wo waren Sie in der Nacht vom 21. zum 22. Oktober 71? Wir haben das Mikrofon ausgeschaltet, sodass Sie sich in Ruhe unterhalten können. Die Fragen des Herrn Verteidiger zielen offensichtlich auf die Ermordung des Polizisten Schmidt ab. Das Verfahren läuft noch. Ich möchte dazu im Moment keine Angaben machen. Es ist aber so, dass ich den Polizisten Schmidt nicht erschossen habe. Ich verweigere auf weitere Fragen in diesem Zusammenhang die Aussage. Also zunächst einmal die Frage, ob Sie den Polizisten Schmidt erschossen haben. Bereits beantwortet mit Nein. Wenn Sie den Polizisten Schmidt nicht erschossen haben, wer hat ihn dann erschossen? Ich verweigere die Aussage. Sind Ihnen wegen dieser Erschießung von anderen Personen Vorwürfe gemacht worden? Und haben Sie darauf erwidert, Sie seien stolz darauf, einen Bullen erschossen zu haben? Ist eine Unverschämtheit! Haben Sie überhaupt schon mal eine Waffe in der Hand gehabt? Ich verweigere die Aussage. Haben Sie sich zum Fall Schmidt informell geäußert? Ich verweigere die Aussage. Also in diesem Fall halte ich die Aussageverweigerung für nicht begründet. Doch, ich halte es für zulässig. Herr Zeuge, ist Ihnen etwas darüber bekannt, ob die von Ihnen formulierten Angaben dann Inhalt der Akten 3 ARP 74-75 Römisch 1 der Bundesanwaltschaft geworden sind? Was ist das jetzt? Vielleicht ist Ihnen ein Schreiben bekannt geworden, in dem dieses Aktenzeichen erwähnt wird. Mit einer bestimmten Entscheidung des Bundesjustizministers. Können Sie sich daran erinnern? Ja, sowas habe ich gehört. Könnte es sein, dass sich in diesen Akten, die vom Bundesjustizminister nicht freigegeben worden sind, Ihre Aussagen befinden? Möglich. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte dafür, inwieweit Ihre Aussagen, wenn sie öffentlich bekannt werden, dem Wohl der Bundesrepublik Schaden zufügen könnten? Wie soll ich das jetzt verstehen? Sie wissen, dass der Bundesjustizminister einen Teil Ihrer Aussagen für geheim erklärt hat. Das ist doch keine Frage an den Zeugen. Die Frage ist nicht zulässig. Hat man Ihnen anlässlich Ihrer Vernehmung durch Beamte der Sicherungsgruppe Bonn verschiedentlich bedeutet, dass man auch anders könnte, wenn Sie nicht aussagen? Ja, es hat solche Sachen gegeben. Was ist Ihnen da gesagt worden? Ja, dass ich damit zu rechnen hätte, eben wie jeder anderen Verfahren zu kriegen und...